Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch heute zu dieser Sonntagsfolge, wo wir wieder ein echt cooles Thema bequatschen werden und natürlich auch bautechnisch hoffentlich weiterkommen. Aber eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ich habe durch LBH 900 ausgestellt, dass, ich Gehbewegungen habe. Die stelle ich jetzt mal schnell wieder an. So. Weil irgendwie ist das sonst ein bisschen seltsam, glaube ich. Oder? Ja, so ist besser. Wobei, lol. Die FPS-Zahl bricht ja übel zusammen, nur wegen der Gehbewegung. Das ist jetzt krass. Die Gehbewegung macht ja mega viel bei den FPS aus. Alles klar, Leute. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ist euch lieber? Eine bessere FPS-Zahl oder Gehbewegungen an? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, aber das ist auch nicht Thema dieser Folge, Leute. Denn ich würde gerne heute mit euch in dieser Folge weiterbauen an dem aktuellen Baugeschehen, was wir jetzt schon seit Anfang der Woche am Bauen sind. Und die große Frage, die sich mir natürlich wieder stellt, haben wir genug Steine und sind die Steine von der letzten Folge hier schon durchgeschmolzen? Zum Teil ja, aber nicht besonders viele. Das bedeutet wiederum für mich, dass wir am besten erstmal warten und ich gehe mal gerade zu dem Bauabschnitt, wo wir, wo wir in den letzten Folgen halt gebaut haben. Da ist jetzt nämlich die große Frage, wie gehen wir da weiter vorwärts? Und ich habe hier noch einen Stecken Steine, den können wir ja gerade noch eben verbauen. Sollten wir dafür eine ideale Lösung finden? Und genau. Hallo, liebe Lea, wie geht es dir? Wenn mein Vater davon erfährt... Ach, Lea, du klingst ein bisschen wie Draco Malfoy. Also, du bist garantiert kein Fangirl. So, ja, dann einmal hier rein. Und jetzt kommen wir in den Gang, den wir jetzt seit dieser Woche am Bauen sind. Und wo ich auch noch sehr gespannt auf eure Kommentare bin. Annika, das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Annika, was soll das? Nein, es wurden zwei dunkle Gestalten beobachtet, die aus einem Baum gestiegen sind. Gruselig, oder? Annika, gruselig ist, dass du hier am Abgrund stehst und irgendwie anscheinend Bock hast zu sterben. Das ist gruselig. Kannst du bitte da runterkommen, bitte? Annika, ich meine das ernst, hallo. Naja, keine Ahnung, vielleicht hört sie später auf mich. Leute, ich baue mal hier so lange den Raum ein bisschen weiter, denn hier müssen wir nur die Decke bearbeiten. Und ja, da werden unsere Steine jetzt nicht ganz reichen, aber da können wir uns ja gleich nochmal neue Steine holen aus den Ofensystemen, ne? Ja, also Leute, das heutige Thema, was ich mit euch ein bisschen bequatschen wollen würde und wo ich mal meine Meinung zu sagen möchte, wäre Harry Potter als Pflichtlektüre für Schulen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Thema, was ich mir schon häufiger mal so privat gestellt habe oder beziehungsweise wo ich mir mal häufiger selber die Frage gestellt habe, ob das Sinn machen würde. Und ja, deswegen kann ich jetzt schon so ein paar Meinungen verkünden dazu, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachgedacht habe. Und ich bin unglaublich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich glaube auch, dass das ein äußerst kontroverses Thema sein könnte, weil es ja auch gewisse Bevölkerungsgruppen gibt, die sagen, dass Harry Potter, ja, nicht gut ist, um das mal freundlich auszudrücken. Ich spreche da vor allem die christlich-orthodoxen an, die ganz krass christlich-gläubigen, die Harry Potter als Teufelszwerg und als... als Teufelszwerg, glaube ich, also allein wegen der Zauberei, die ja durch das Christentum schon vor Jahrhunderten beseitigt wurde und solche Sachen. Und es gibt diverse, sehr, sehr streng gläubige Menschen, die wirklich Harry Potter als Teufelszwerg abtun und die demzufolge auch, diese Bücher eben verboten sehen wollen. Und Harry Potter ist tatsächlich in einigen Ländern verboten. Das ist kein Scherz, Leute. In einigen, ich glaube sogar in den USA, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nach wie vor ist LBH nur ein reines Laberformat, wo ich das erzähle, was ich so aus dem Kopf weiß. Aber da kann natürlich auch was falsch sein. Deswegen, Leute, bitte habt immer den Anspruch, Dinge nachzuprüfen, wenn ihr unsicher seid. Oder wenn ich sage, dass ich unsicher bin. Aber soweit ich weiß, ist in den USA Harry Potter in Bibliotheken verboten. Es ist nicht allgemein verboten, soweit ich weiß, aber es ist in Bibliotheken verboten und soweit ich weiß auch in Schulen verboten. Weil, ich glaube, das hatte aber auch viel damit zu tun, dass J.K. Rowling eine starke Amerika-Kritikerin ist und dass es eventuell auch damit zusammenhängt, dass sie da eben irgendwie ihr Machwerk nicht, publizieren durfte oder nicht in der kompletten Form publizieren durfte. Könnte auch was damit zu tun haben, ich weiß es nicht genau und möchte dazu auch nicht weiter Stellung nehmen, weil es nur für eine Vermutung wäre. Aber, es ist durchaus eine
ein Thema, was man auf jeden Fall mal behandeln muss. Denn warum glaube ich, also ich komme jetzt mal direkt zu meiner Meinung. Ja, ich finde schon, dass Harry Potter eine Pflichtlektüre an Schulen werden sollte. Auf der einen Seite muss ich aber auch dagegen argumentieren und sagen, dass etwas so Schönes wie Harry Potter niemandem aufgezwungen werden sollte, sondern dass jeder Mensch natürlich irgendwie seine eigene Faszination dafür entdecken muss, weil ich denke auch, dass viele Leute eine eigenständige Motivation für diese Reihe bekommen würden, wenn sie die Chance bekämen. Aber ich denke trotzdem, als Pflichtlektüre hätte das auch durchaus seine Vorteile. Und damit spreche ich vor allem eben die Werte an, die durch Harry Potter vermittelt werden. Und die sind nicht gerade ohne. Denn Harry Potter vermittelt einen unglaublichen Grad an Empathie, an Freundschaft, an sozialem Denken. Und ich finde einfach die Werte, die durch Harry Potter vermittelt werden, absolut mega gut. Und deswegen denke ich auch, dass gerade Kinder und Jugendliche im jungen Alter, die ja gerade noch dabei sind, eben ihre Weltanschauung aufzubauen und sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen, dass die direkt mit Harry Potter in Kontakt kommen und so eben auch sehen, wie so eine Welt eben in der magischen Welt aufgebaut ist und wie die Menschen dort miteinander verfahren, in einer Welt, wo es auch Rassismus gibt, wo es auch solche Mobbingfälle gibt, wie es sie auch im realen Leben gibt, aber man sieht dort eben, wie man damit umgehen kann und man kann sich in eine Welt flüchten, die halt, die Dinge anders behandelt. Und ich glaube auch alleine deshalb, weil viele Leute hier auch dabei sind, die Harry Potter als Stütze wahrnehmen konnten, die Harry Potter als Anker gesehen haben, so wie ich zum Beispiel. Es gab aber auch Leute, von denen ich weiß, die Harry Potter als noch viel stärkere Stütze wahrgenommen haben. Und es gibt sogar Leute, und ich kenne sogar welche persönlich, bei denen Harry Potter wirklich das Leben gerettet hat. Also die wirklich depressiv waren und die durch Harry Potter neuen Lebensmut gefasst haben. Da gibt es diverse Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel, ein nicht persönliches Beispiel, ist aber eine Frau, die depressiv war oder unter Depressionen litt. Soweit ich weiß, ist es ja ein Unterschied, ob man depressiv ist oder ob man Depressionen hat. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch so einen Unterschied. Ich bin da aber auch nicht ganz so bewandert. Da gab es eine Frau, die halt unter Depressionen litt, also die schwere Form davon, und die wollte sich umbringen, hat es dann aber doch nicht gemacht, weil die Harry Potter Bücher ihr einen Anker gegeben haben, etwas zum Festhalten, eine Welt, wo sie sich reinflüchten konnte. Und dann hat sie auf Twitter J.K. Rowling nach einem Autogramm gefragt, weil sie sich das Autogramm von J.K. Rowling tätowieren lassen wollte. Soweit ich weiß, sogar genau auf die Narben, die sie sich zugefügt hat, weil sie sich auch selbst verletzt hat. Und J.K. Rowling hat das gemacht und dann hat sie sich das tätowieren lassen und nur durch diese Reihe hat sie eben neuen Lebensmut gefasst und konnte eben diese schwere Phase in ihrem Leben überbrücken. Und auch J.K. Rowling selbst hat diese Phase durch Harry Potter selber überbrückt, denn sie war innerhalb der Buchreihe, wo sie die Bücher am Schreiben war, selber depressiv und das war, glaube ich, ganz besonders, während sie Teil 3 geschrieben hat, weil die Dementoren entstanden auch durch ihre Depression. Die Dementoren sind quasi eine Symbolfigur für ihre Depression damals und sie hat sich auch mit Schokolade dann eingedeckt, also Schokolade hat ihr sehr dabei geholfen und natürlich auch weiter in ihrem Buch zu schreiben. Und auch für mich, ich litt nie unter Depressionen. Ich war depressiv, würde ich sagen, aber ich hatte nie Depressionen. Das war damals zu meiner Ausbildungszeit als Koch. Da vielleicht kennen manche von euch die Story. Wer sie nicht kennt, der sollte mal auf meinem Kanal so vorbeischauen. Da gab es eine LBH-Folge, wo ich da mal genauer drauf eingegangen bin. Und da habe ich auch erzählt, dass ich eine sehr schwere Zeit in meinem Leben hatte, die ich auch durch Harry Potter überwunden habe. Ich habe jeden Abend die Hörbücher gehört. Ich habe jeden Abend die Bücher teilweise auch dann gelesen, je nachdem, also am Anfang habe ich die Bücher gelesen und dann habe ich auch irgendwann, bin ich dazu übergegangen, eben mich hinzulegen und die Hörbücher zu hören, weil es einfach einfacher war, weil bei den Büchern muss man sich halt immer konzentrieren und die Hörbücher, da lässt man sich einfach berieseln und schläft dann irgendwann ein. Und ich hatte das wirklich über viele Jahre hinweg, dass ich mit den Hörbüchern eingeschlafen bin und immer jeden Morgen, wo ich aufgewacht bin, war die CD immer noch am Laufen, weil ich hatte einfach so eine Non-Stop-CD, ich hatte die CD drin und die lief halt Non-Stop und dementsprechend, ja, bin ich morgens aufgewacht und da war Rufus Beck immer noch am Reden und ja, war ein bisschen extrem. Mittlerweile höre ich sie nicht mehr ganz so extrem, ich höre sie natürlich noch, aber nicht mehr so tagtäglich wie damals, weil ich diese Phase auch gut überwunden habe. Aber das heißt nicht, dass ich Harry Potter nicht nach wie vor zu großem Dank verpflichtet bin. Deswegen mache ich auch hauptsächlich dieses Projekt hier. Natürlich auch, weil es mir Spaß macht und so. Aber weil ich Harry Potter ein Denkmal setzen möchte. Weil ich eben dieser ganzen Welt ein Denkmal setzen möchte. Und ich glaube auch, dass viele von euch das Ganze ähnlich sehen werden. Weil
Ja, es ist einfach so. Harry Potter kann durchaus ein Anker sein für jemanden und das sollte man nicht kleinreden und das sollte man auch nicht irgendwie unterschätzen. Und vor allem, und das finde ich immer sehr, 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 sehr kritisch, wenn vor allem Lehrer oder Eltern so Sachen sagen wie zum Beispiel, ja, ich möchte nicht, dass mein Kind sich zu sehr mit Harry Potter beschäftigt, weil sonst ersinkt es in dieser Welt und ist vielleicht dann gar nicht mehr in der realen Welt am Start. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, dass man sich zu sehr in die Welt reinsteigert. Ich denke, man kann einen Zustand erreichen, wo man sich zu sehr in diese Welt hineinsteigert. Ich denke, das ist möglich, das kann passieren. Aber ich denke auch, dass der Weg dorthin unglaublich lange dauert und dass man nicht mal eben so ein Hardcore-Fan wird, dass man alles andere schleifen lässt und nur noch für Harry Potter lebt. Ich denke, in meiner ganzen Zeit als Harry Potter-YouTuber, wo ich auch sehr viele Extremfälle mitbekommen habe, habe ich das Ganze vielleicht... Lass es 5-mal gewesen sein, dass ich solche Extremfälle mitbekommen habe. Alle anderen bewegen sich dann doch so, zwar im sehr krassen Bereich, es sind Hardcore-Potter-Heads auf jeden Fall, aber immer noch in diesem Bereich, wo es human ist, wo man sagen muss, ja, es ist jetzt nicht irgendwie ungesund oder falsch oder schlecht oder zu exzessiv oder so, das auf gar keinen Fall. Und ja, ich denke auch, eine gewisse Vorsicht sollte man da durchaus irgendwie haben, also eine ganz gewisse, also... Nicht so, dass man sagt irgendwie, ja, Kind, nur eine Stunde Harry Potter am Tag, das meine ich damit nicht. Ich würde meinem Kind zum Beispiel auch erlauben, tagtäglich, ja, die ganze Zeit während den Hausaufgaben und allen anderen Sachen, die man so zu Hause macht, dass er dabei oder sie dabei die Harry Potter Hörbücher hört. Ich finde da nichts Verwerfliches dran. Ich finde es schwierig, wenn man natürlich dazu übergeht und, sag ich mal, jetzt zum Beispiel tagtäglich mit Harry Potter Cosplays rumläuft oder, ja, wenn man... Wenn einfach das komplette Zimmer nur noch mit Harry Potter Zeug zugestellt ist. Ich meine, ich habe auch sehr viel Merch und so, aber wenn nichts anderes mehr dort drin steht, sondern nur noch Harry Potter Kram, dann sollte man sich vielleicht doch irgendwo mal ein bisschen Gedanken machen. Aber ich denke, da hat auch jeder seine eigene Definition und das ist auch okay so. Aber, naja, ich kenne das halt auch, dass viele Eltern da sehr vorsichtig sind, weil sie nicht wollen, dass ihr Kind in einer Fantasiewelt abdriftet. Aber... Wenn ein Kind in eine Fantasiewelt abdriftet und das nicht verwerflich ist, dann bei Harry Potter, weil, wie gesagt, diese Reihe vermittelt so viele gute Werte, vermittelt so viele gute Schlussfolgerungen, die man sich selber erarbeiten kann durch die Harry Potter Bücher. Beispielsweise eben das Verhältnis zu anderen Nationalitäten oder zu anderen Religionen oder so zum Beispiel, denn diese Halbblut, Muggelgeborene, Schlammblut und all solche Sachen, das sind ja Parallelen zu unserem aktuellen oder zu unserem allgegenwärtigen Thema Rassismus und Unterdrückung anderer Religionen oder Minderheiten, sag ich mal. Und das wurde in Harry Potter genauso aufgefasst, nur eben auf eine andere Art und Weise und auf eine... Ja, humanere Art und Weise, so dass es eben auch junge Menschen verstehen und nachvollziehen können. Und das Schöne ist einfach, Harry Potter befiehlt einem Menschen nicht, ey, sei toleranter, sondern Harry Potter zeigt es einem Menschen. Harry Potter leitet einen den Weg und man kommt selber auf den Gedanken, ey, dieses rassistische Denken ist echt verkehrt und so. Also, das ist wahrscheinlich den meisten schon vorher klar gewesen. Aber Harry Potter, ich meine damit, oder was ich aussagen will, ist, es ist nicht so wie ein Schulbuch, was einem Wissen aufbringen oder beziehungsweise einprügeln muss, sondern Harry Potter regt selber zum Nachdenken an und sorgt dafür, dass man selber eigenständig auf den Trichter kommt, dass eben Toleranz wichtig ist und dass man tolerant sein sollte und gute Werte, die dann eben durch den Menschen selber entdeckt werden und die das Harry Potter Buch und die Geschichte einem nicht aufzwingt. Harry Potter zwingt niemanden dieses gute Denken auf, aber man kommt zwangsläufig zu diesem guten Denken und das finde ich halt bei Harry Potter unglaublich wertvoll, was dem, weshalb Harry Potter auch jedem Schulbuch irgendwie voraus ist oder jedem Lehrer oder so, weil wenn man jetzt in der Schule bei einem Rallye-Lehrer zum Beispiel hört, ey Leute, seid toleranter, Religion ist nicht schlimm, also ihr könnt durchaus alle Religionen akzeptieren und so, Mitmenschen aus Buddhismus, aus dem jetzt Christentum oder Judentum oder so, seid da tolerant und seht die Menschen als gleichwertig an und so, das ist ja auch völlig normal und so, und man sagt das auch nicht so, ich versuche das jetzt gerade ganz stumpf zu erklären, dann ist das natürlich irgendwo klar und irgendwo lernt man dadurch natürlich auch was, aber es fühlt sich halt wie aufgezwungen an. Wie jemand, der dir sagt von wegen, ja, denk so und so und denk so und so, weil es richtig ist.
Ja, toll, es ist richtig, aber warum ist es denn richtig? Aber Harry Potter macht es anders. Harry Potter zeigt einem ein Erlebnis aus der Welt von Harry Potter, wo Rassismus eben kurzzeitig doch die Oberhand gewonnen hat und symbolisiert so eben, was passieren kann, wenn es eben in eine falsche Richtung läuft. Und der Leser bzw. der Zuschauer kommt selber eigenständig auf den Trichter, warum das Ganze nicht gut ist und zieht daraus seine eigenen, selbst erarbeiteten Schlüsse. Und das macht Harry Potter in meinen Augen so unfassbar wertvoll, dass es meiner Meinung nach auch definitiv eine Pflichtlektüre an Schulen sein sollte. Pflichtlektüre im Sinne von, dass man vielleicht ab der 4. Klasse anfängt irgendwie, ja, die ersten Bücher zu lesen und dann jedes Schuljahr bis zum 7. Teil einmal jedes Buch durchnimmt und dann auch AGs dazu macht vielleicht und die Bücher dann auch analysiert und die Themen, die da drin vorkommen, vielleicht auch genauer behandelt, dass man da auch nochmal zusätzlich auf dieses Wissenswerte eben pocht, dass man darauf nochmal setzt und dass man das nochmal speziell beleuchtet, damit es auch noch irgendwie so ein Schulflair hat. Aber ich fände das echt unglaublich gut und wichtig. Und vor allem auch allein wegen der Tatsache, dass den Schülern dadurch Toleranz beigebracht wird, ohne dass sie es aufgezwungen bekommen. Weil ich finde, gerade junge Leute, die kriegen in ihrer rebellischen Phase, das ist ja einfach so, ich glaube, da werden mir auch viele von euch zustimmen, gerade als junger Mensch, als junge Frau oder als junger Mann, hat man noch diese sehr rebellische Art und Weise an sich, so vor allem ab so 13, 14, 15, 16, so in diesem Dreh, da wird man dann teilweise sehr rebellisch und fängt an, die Dinge der Erwachsenen zu hinterfragen und das ist auch okay so, das ist ganz normal und sollte auch so sein, finde ich, weil nur weil es von einem Erwachsenen kommt, ist nicht alles richtig, um Gottes Willen, deswegen finde ich auch den Spruch von Dumbledore, die Stimme eines Kindes, egal wie ach scheiße, jetzt kann ich das Zitat nicht mehr auswendig. Die Stimme eines Kindes, egal wie... Oh Gott! Das ist jetzt peinlich, Leute. Ich wollte gerade, ihr kennt das Sprichwort oder das Zitat. Und das finde ich halt auch mega schön, weil es ja auch wahr ist. Weil nur weil man erwachsen ist, hat man nicht immer automatisch recht. Manchmal sind Kinder da auch empathiefähiger oder auch können sich besser in gewisse Situationen reinversetzen. Und da macht es durchaus auch Sinn, mal die Stimme eines Kindes zu hören, ohne sie als Humbug abzustempeln. Und ja, deswegen denke ich auch da ist es durchaus sinnvoll, vielleicht in diese Richtung das zu machen, aber naja, ich drifte vom eigentlichen Thema ab. Also ich komme nochmal zum Endresümee dieser Folge. Ich wäre begeistert, wenn Harry Potter eine Pflichtlektüre wäre. Es soll den Leuten nicht aufgezwungen werden, aber es sollte durchaus Bestandteil des Unterrichts sein, ab dem 4. Schuljahr vielleicht und dann jedes Jahr ein Buch weiter. Das heißt, dass man im 11. Schuljahr oder ja gut, 10. Schuljahr für alle, die kein Abi machen, dass man bis dahin dann, ja, eben das 7. Buch durch hat und dass man sich dann auch im späteren Alter nochmal ganz ausführlich mit dieser Reihe beschäftigt. Denn die Reihe ist definitiv wertvoll für die menschliche Entwicklung und ich habe bisher noch nie einen Potterhead kennengelernt, wo ich nicht komplett gesagt habe, ey, toll, einfach toll, wie die Menschen hier drauf sind. Und ich glaube, jeder, der auch ein bisschen aktiver in der Harry Potter Community ist, dürfte wissen, dass die Menschen hier unfassbar sozial sind. Die DA ist nicht einfach nur sozial, weil, ja, weil ich vielleicht auch sozial bin. Lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, dass ich sozial bin, Leute. Sondern es liegt einfach daran, weil alle Potterheads eine gewisse Grundsympathie haben. Und ich habe nur bisher so wenig schwarze Schafe oder schlechte Beispiele dafür getroffen oder gesehen oder kennengelernt. Das ist schon echt eindrucksvoll. Und deswegen, Leute, glaube ich, kann ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, die Harry Potter Fans und Zuschauer und begeisterten Leute da, die haben schon echt was von dieser Geschichte mitgenommen und das merkt man wirklich tagtäglich, allein schon, wenn man sich die Kommentare hier anschaut. Macht euch mal den Spaß, Leute. Geht mal durch die Kommentare. Vielleicht wird es jetzt den einen oder anderen dabei geben, der jetzt denkt, oh, jetzt gucken alle in die Kommentare, jetzt mache ich mal hier einen auf lustig und mache extra mal Hate oder so. Aber ich glaube, auch in der DA ist das sehr selten. Also schwarze Schafe gibt es hier eigentlich nicht. Deswegen schaut einfach mal in die Kommentare, Leute, und schaut euch mal an, was die Leute so schreiben. Und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass die Potterheads generell und die Community generell unfassbar sozial ist und das ist echt schön, Leute. Deswegen Props an euch nochmal. Ich weiß, ich gebe oft Props, aber das muss sein. Und scheiße, meine Spitzhacke ist am Arsch. Ja gut. Ich wollte jetzt eigentlich gerade nochmal hier ein bisschen was abbauen, was nicht mehr hier hingehört. Die Folge geht 19 Minuten, das heißt, wir haben noch Zeit. Ich finde die Baustelle hier ehrlich gesagt ziemlich geil, Leute. Vor allem, weil wir auch nicht mehr irgendwie rausfliegen müssen, sondern wir können direkt im Schloss selber in unsere Base laufen. Das ist super praktisch und super angenehm, weil
ich liebe es, durch Hogwarts zu laufen, weil man dann mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie groß das hier alles mittlerweile schon ist und wie umfangreich. Ja, muss ich mal so sagen. So, einmal hier runter. Und eine neue Spitzhacke. Ich bin Level... Ja gut, Level 1 kann ich jetzt nicht so wirklich viel reißen, Daniel. Das war jetzt... Naja, lassen wir das. Oder kriege ich nur irgendwie Levelpunkte dazu? Nee, ich glaube nicht. Nee, komm, wir lassen das. Eine Diamantspitzhacke alleine ist auch schon ziemlich gut. So, dann wieder nach oben und dann weiter abbauen. Das ist das Geile, Leute. Ich habe damals die Türme einfach nur komplett straight durchgebaut. Also ohne irgendwie darauf zu achten, was davon jetzt außen sichtbar ist oder nicht. Dadurch sind die Türme ja auch innen drin noch so gebaut, wie sie gebaut sind. Und das gehört ja alles nicht dahin. Das wusste ich auch von Anfang an, aber es hat mir das Bauen erleichtert. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, das Ganze wieder abzubauen, Steine zurückzubekommen. Und ja, das ist genauso, wie wenn ihr irgendwie Geld zu Hause in einen Umschlag packt, diesen Umschlag versteckt und diesen Umschlag in 20 Jahren wiederfindet und euch freut, dass ihr Geld gefunden habt. Das Geld hat immer euch gehört, aber ihr habt damit gar nicht mehr gerechnet. Und dann freut ihr euch natürlich. So geht's mir jetzt hier ungefähr beim Abbauen des Daches hier. Das ist echt Knorke. Und das muss hier auch weg, weil wenn ich das nicht wegmache, dann kriegen wir gar kein Gefühl für die Platzmöglichkeiten, die wir haben. Und wir haben Platzmöglichkeiten, Leute. Ich glaube, man erkennt das hier schon. Und man sieht, ja, der Kontakt hier zu dieser Treppe wird bald auch stattfinden. Wie genau das sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir gerade sehr viele schöne Steine zurückbekommen. Wobei, ich würde gerne weiter Steinziegel abbauen. Weil die brauchen wir jetzt gerade für den Boden. So, genau. Hier können wir alles abbauen. Und hier treffen sich die beiden Dächer. Hier können wir auch noch was abbauen. So. Und ja, nice, Leute. Dafür kriegen wir richtig, richtig viele Steine zurück. Das ist richtig, richtig Knorke. So, ja, das hier baue ich auch nochmal eben ab. Das gehört hier auch nicht hin. Eieiei, okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt, hier setze ich das nochmal. Und ja, jetzt haben wir insgesamt 12 Steine. Damit können wir den Boden hier hoffentlich zumachen. Ah, ja, einer fehlt, okay. Aber den kriegen wir bestimmt auch irgendwo. Hallo, Stein, 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 irgendwo, hallo, Stein. Toll. Ja, dann baue ich den hier ab kurz. Keine Ahnung, ich habe Angst, dass ich da durchfalle, Leute. So, das haben wir geschafft. Und ja, jetzt das hier oben noch ein bisschen. Ich baue das noch ein ganz kleines bisschen ab, Leute. Dann kriegen wir ein besseres Gefühl dafür. Aber um euch mal zu zeigen, was wir alles noch an Steinen zurückbekommen. Wir kriegen das ganze Stück hier vom Dach noch zurück. Das gehört alles noch dazu und das muss alles abgebaut werden. Wow, und jetzt wäre ich fast runtergefallen. Und das ist mega, mega nice, Leute, weil viele Treppen dabei sind. Und das ist definitiv noch erfolgreicher und effizienter, als wenn wir jetzt weiter im Nether farmen gehen. Weil die Steine gehören hier nicht hin und wir brauchen sie. Genau. Ist jetzt natürlich für den ein oder anderen ein bisschen blöd, dass wir diese Arbeit damals gemacht haben, mit dem Wissen schon, dass wir das später wieder abbauen müssen. Vielleicht wird das jetzt für den ein oder anderen ein bisschen sinnlos rüberkommen. Ist es vielleicht auch, aber ja, wie gesagt, mir hat es das Bauen erleichtert. Und deswegen habe ich das bewusst so gemacht. So. Ja, das da bauen wir auch nochmal eben ab, damit das alles hier auf einer Höhe schon mal ist. Yo, alles klar. Damit haben wir jetzt hier soweit alles abgebaut, Leute. Und ich glaube, man sieht jetzt alleine schon die ganzen Platzmöglichkeiten, die uns gegeben sind. Hier in dem großen Turm haben wir unendlich viel Platz. Wir haben hier so viel Platz, Leute. Alter, das ist echt heftig. Und ach ja, hier kann ich auch noch was abbauen. Ah, Moment. So. Ja, wobei, das mache ich lieber von hier aus. Ich hoffe ja, die kommen zum Glück an mich rangesogen. So, nice. Leute, damit würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen. Ich will die Folge auch nicht länger ziehen als unbedingt nötig. Auch wenn es eine Sonntagsfolge ist. Aber ich denke, ich habe das Thema so, so weit behandelt, wie ich es behandeln wollte. Ich bin auf alles eingegangen, was mir wichtig war. Und jetzt zählt natürlich auch eure Meinung. Deswegen schreibt mir eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und ich werde hoffentlich auch wieder eine Umfrage auf dem i machen. Generell wollte ich das jetzt bei diesen Meinungsvideos definitiv machen. Weil es einfach cool ist, da eure Meinung in den Abstimmungen nochmal zu sehen. Deswegen, Leute, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Wenn ich es nicht vergessen habe, dann belohnt das mal mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und lasst ein Abo da auf meinem Logo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne, euch allen einen wunderschönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.